Hallo meine lieben Simson-Freunde. Heute machen wir mal ein kurzes Video zum Thema Auspuff. Und zwar soll man ja den Auspuff, oder man kann ja, wenn man Leistungssteigerung haben möchte, den Auspuff als AOA verwenden, als abgeänderten Originalauspuff. In verschiedenen Stufen 1 bis 3. Ich habe meinen eigentlich auch so ein bisschen abgeändert mit einem anderen Krümmer, kürzeren Krümmer, ein bisschen größeren Krümmer, diesen 0,5er Krümmer mit 1 mm größerem Innendurchmesser. Ja, und beim Schalldämpfer-Einsatz hinten, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Manchmal liest man, da soll man zwei 8 mm Löcher reinbohren. Manchmal liest man, da soll man zwei 10 mm Löcher reinbohren. Manchmal liest man, da soll man den Rand noch bördeln, so ein bisschen auseinander machen, abdichten, weil die Zubehörschalldämpfer nur mit drei so Rastnasen gehalten werden quasi. Und damit das ganz abdichtet, soll man den ganz aufbördeln. Und ja, was soll ich sagen? Ich gehe diesem Ganzen jetzt mal aus dem Weg und möchte probieren, so ein Drei-Platten-Dämpfer einzubauen. Der hat generell schon einen höheren Durchsatz, weil der größere Rohre verwendet. Soll also durch den höheren Durchsatz mehr Leistung bringen und trotzdem noch leiser sein. Klingt so ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau, ne? Mehr Leistung, höhere Endgeschwindigkeit, weniger Verbrauch, niedrigeres Geräusch und alles für 10 Euro. Meiner ist jetzt, wen nicht interessiert, der ist von PZ. Und ich habe einen MZA-Auspuff. Also so ein Nachbauscheiß-Ding da, nichts Originales. Und das ist wie gesagt für heute die Aufgabe. Wir werden diesen Nachbau-MZA-Auspuff mit so einem PZ drei Plattendämpfer mal ausrüsten und dann werde ich auch nachher mal eine Runde fahren, um zu gucken, mehr Leistung, wenn ich ehrlich bin, will ich gar nicht haben. Mir reicht das schon, wenn ich nicht weniger Leistung habe, aber vielleicht kriegen wir das Geräusch ein bisschen runter. Damit wir so einen direkten Vergleich haben vom Geräusch, werde ich jetzt einmal die Simme laufen lassen, da könnt ihr einmal hören und habt vielleicht dann so ein Vorher-Nachher-Vergleich. Ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. So, also. Das war vorher mit dem, ich glaube, ich habe jetzt im Moment zwei 8er Löcher drin. Wie das Ding umgebaut wird, braucht euch wohl keiner zeigen, das kriegt ihr alle alleine hin. Sollten da Probleme auftreten, das kann ja sein, weiß ich noch nicht, der wird ein bisschen länger sein, schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob der da hinten überhaupt so reinpasst. Da seid ihr dann live dabei wieder, ich werde das jetzt mal abschrauben und probiere das Ding mal zu tauschen und dann zeige ich euch das mal. Und dann probieren wir danach nochmal, wie er dann klingt. So, bis gleich. Ach ja, und ihr, falls ihr die Zeit überbrücken wollt, drückt mal auf den Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Wir sehen uns gleich. So, hier ist das Endstück. Da drin sitzt der Dämpfer. Kriegt ihr noch relativ gut raus. Die ganze Sache ist ja noch nicht so alt. Endrohr ist so ein bisschen aufgeweitet. Hab da mal eine Verlängerung durchgeschlagen. Da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr euch hier hinten nichts kaputt macht. Ihr müsstet also hier drin von hier drin abstützen. Ja, der Originale sieht halt so aus. Ne? Ein Rohr rein. So, ich guck mal. Der Längenvergleich, ja, ist eigentlich die gleiche Länge, ne? Müsste ja also passen. Ja, das sieht ja schon gut aus. Das müsste eigentlich passen.
Ja, dichtet auch besser ab. Hier, ich zeige euch nochmal diese Nasen und natürlich liegt er dann nur mit dieser Nase an, also drei Stück davon. Und außenrum ist so ein bisschen, ist es undicht, können die Abgase vorbei. Und hier bei dem, der liegt komplett an. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den da reinkriegen. Weiß ich natürlich nicht. Guck mal, das ist so ungefähr. Dieser Höhe kommt. Also bis dahin müsste der reingehen, so ungefähr. Sieht man von innen. Ja, also müsste der ungefähr so weit rausgucken. Ein bisschen müsste noch gehen. Ich versuche mal ein bisschen zu klopfen. Wenn ich was finde zum Klopfen. Kunststoffhämmerchen. Ja, tatsächlich geht der kein Stück mehr rein, aber das ist auch ganz schön blöd. Aber das ist auch ganz schön blöd. Ja, das ist genau der Grund, weshalb ihr euch die Videos anguckt oder angucken solltet. Dann seht ihr nämlich, das ist ganz schön scheiße. So kriegt man den natürlich kein Stück da drauf geschoben. Also muss ich mir jetzt erstmal was einfallen lassen. So, wenn ich eine Lösung gefunden habe, sage ich euch Bescheid gleich. So, 10 Minuten später ist das Ding drin. Ich habe gedengelt wie ein Doofen. Wahrscheinlich gibt es da ein anderes Endrohr für, weiß ich nicht. Auf jeden Fall so 1:1 passt das jedenfalls nicht so Plug and Play. Wer da keinen Bock drauf hat, sich mit zu beschäftigen, vergesst es lieber, kauft lieber was anderes. Ich habe also hier mit einer Nuss und einer Verlängerung gekloppt, wie so ein Doofen halt. Unten den Rand so ein bisschen platt gekloppt, dass der was tiefer reinkommt. Ja, und jetzt passt er aber drauf. Problem ist natürlich, den werde ich nie wieder rauskriegen. Der sitzt da jetzt so press drin, so stramm drin. Der ist eingebaut für die Ewigkeit. Das heißt also, wenn das Kacke ist, habe ich ein Problem. Ja gut, ich sag mal, wenn man den zerstört, wenn man den aufbohrt, Schraube rein, rauswichsen, dann wird das schon gehen. Aber so mal eben, nee. Einmal eingebaut, bleibt er drin, solange bis er für immer raus muss. Also ich montiere die ganze Sache jetzt auf dem Auspuff und dann hören wir uns gleich den Spaß mal an. So, gutes Stück ist fertig montiert. Ihr habt den Klang und die Lautstärke noch im Ohr, hoffe ich. Ich jedenfalls nicht mehr, aber ihr bestimmt. Gucken wir mal. Was soll ich sagen? Auf jeden Fall nicht schlechter, aber ob das besser ist. Aber natürlich ist das geil. Für einen Zehner. Viel Arbeit wieder, viel mehr geschwitzt als ich eigentlich wollte. Ich werde gleich mal eine Runde drehen und dann gebe ich nochmal ein Fazit. Ne? Bis gleich. Ja, ne? Bin zurück von der Probefahrt. Was soll ich euch sagen? Ist natürlich schwierig zu beurteilen jetzt. Die Leistung ohne Leistungsprüfstand, aber vom Gefühl her würde ich sagen,
habe ich jetzt ein bisschen mehr Durchzug, ein bisschen mehr Drehmoment. So gerade beim Dreigangmotor hast du ja, also habe ich jedenfalls bei meiner Simme das so, dass ich den zweiten schön ziehen muss. Wenn die Drehzahl zu niedrig ist beim Schalten, dann passiert da nichts. Also den zweiten schön ausdrehen, bis ich im dritten erstmal schalte. Und ich glaube, das ist gefühlt jetzt so ein bisschen besser. Ich kann so gefühlt ein bisschen früher schalten, dass sie also ein bisschen besser durchzieht, auch im dritten schon bei niedrigeren Drehzahlen. Vom Geräusch her, glaube ich, ist sie ein bisschen dumpfer geworden beim Fahren. Nicht leiser, aber dumpfer. Und dadurch wirkt die einfach ein bisschen leiser, weil so dieses Kettensägenkreischen so ein bisschen weg ist. Also alles in allem lasse ich das Ding drin jetzt, den Schalldämpfer. Ich meine, gut, der sitzt da sowieso drin wie reingeschossen. Also so mal eben tauschen ist da jetzt eh nicht mehr. Aber ich würde den, glaube ich, auch drin lassen, wenn ich ihn tauschen könnte. Ist also auf jeden Fall nicht schlechter geworden. Ob man jetzt diese Arbeit auf sich nimmt, weil halt wirklich mit dem Rumgedengel, das ist jetzt nicht ganz so einfach, stellt euch das nicht ganz so einfach vor. Das muss jeder dann selber wissen. Aber möglich ist es. Und im Prinzip, wenn du mal eine Stunde Zeit hast und die 10 Euro über hast, die so ein Ding kostet, dann ja, ist das eine gute Idee. Also, ich würde sagen, ihr lasst jetzt den Daumen nach oben und ein Abo da und ich verzisch mich hier. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, Jungs, ne?